Einige werden mich wirklich hassen. Yo, hi, willkommen. Mein Name ist Danyro und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Und ja, ich habe in der letzten Folge ja versprochen, dass wir uns auf in die Final Dungeon machen. Aber ich habe es mir doch anders überlegt. Weil, ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr vorgehabt, so lange aufzunehmen und ich weiß jetzt nicht, wie lange die Dungeon jetzt dauert und ich möchte auch nicht mittendrin irgendwie hier und da wieder aufhören und dann an einem Tag hier dann keine Ahnung, nur den letzten Boss machen. Ich möchte dann, wenn schon, in einen Rutsch machen und morgen habe ich dafür Zeit und heute nicht. Und ich habe auch keine Lust, direkt vor dem finalen Kampf dann nochmal hier Bams Kolosseum zu machen. Deswegen machen wir das jetzt auch noch und danach. Wenn ich hier sehe, ich komme nur so und so viel weit, dann machen wir auch weiter. Dann aber auch wirklich. So, vier Bewerbungen, zwei ein Kampf, okay. Was machen wir denn? Anfänger Einzelkämpfe oder Gruppenkämpfe? Wir machen Einzelkampf. Jude, okay. Was in der Sterblichen? Nein, ich habe kein Geld. Ma. Ah, ich brauche noch 150. Na gut. Das ist wie so ein Schlag ins Gesicht für einige bestimmt. Oh, hallo. Wir haben ja noch ganz viel Sachen hier zu verkaufen. Ich habe nur die ganzen Kopfbedeckungen hier alle verkauft. Was haben wir wieder Geld? Haha. Wer hätte das gedacht? So. Ja, und dann machen wir im nächsten Part dann wirklich. Ja, wer weiß, wie lange das hier überhaupt dauert. Deswegen machen wir das jetzt hier erstmal. So, Jude. Okay. Weiß ja, ich habe es ja schon einmal probiert, aber bin kläglich drauf gegangen. Wow. Professor Dr. Jude. So, keine. Oh, die erste Kampfmusik, geil. Oh, guckt euch das mal an, wie stucklig. Demon Fist, ha. Was ihr denn? Obwohl, eigentlich sind die gar nicht so schwach, wenn man irgendwie auf einmal kämpfen muss. Aber. Oh nein. Also, und ich kann ja aus dem Ring rausfallen, das ist blöd. Kommen bestimmt einige Gegner, die mich hier rausschmeißen. Und da kommen ja unendlich viele. Oh nein. Jo, was so? Boah, der erste Schlag, wie viele abzieht. Aber. Denkst du, das hält mich auf? Demon Fest! Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, boah, die sind rausgeflogen, was? Die fliegen raus, ich fasse nicht. Geil. Burns. So, komm her. Ah. Ja, ich weiß, das ist jetzt sehr spannend, was ich hier mache, aber. Ich habe nicht mehr so viel Zeit heute und morgen habe ich Zeit. Wenn ich darüber nachdenke, wie lange das Final Dungeon in Graces und der Abyss war, dann. Ja. Ich habe keinen Bock, mittendrin im Dungeon aufzuhören, bis zum finalen Kampf hier hinzurennen, dann um einen Tag nur den finalen den finalen Boss und das Ending hier reinzupacken. Wieder Menschen in einen Rutsch machen. Wenn ich gepumpt bin. Hör auf zu blocken, Mann. Du verschuppt. So ein paar Massenklopp rein hat. Werb mich so richtig auf für morgen. Zack. Geh weg. Ah, nein. So, heilen kann ich mich ja selber. Also seid ihr irgendwie. Ah. Boah, die gehen mir auf den Nerven, ihre Eingraberei. Hör auf damit. Das ist richtig nervig. Boah, komm her, komm her. Komm her. Gräbst du dich noch einmal ein. Du stirb. Hey. Das kenne ich. Das ist Minas Kampfthema. Was hat sie jetzt zu suchen? Ja, das kenne ich, aber ich habe nicht, weil ich Milas Part schon gespielt habe, sondern
Ich kann schon die Kampfthemen hier lange bevor das Spiel rauskam. Zack. Deswegen wusste ich jetzt auch, dass er erst mal auf mich anzustinken, du Stinky, du. Aber im Spiel habe ich da noch nicht gehört. Hört irgendwie anders an. So. Okay. Na, ich kann mich halten, stimmt. Fokus, Bands. Oh, das wird eine reine Massenklopperei hier. Bands. 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 Wie viele Gegner kommen wir noch? Ist schwach gegen Feuer, aber es ist ein Feuer. So kann ich auch ein bisschen die Angriffe trainieren. Fällt mir gerade auf. Machen wir gar nichts, ey. Ich tank das hier alles weg. Da kommt einer mit und schlägt hier einfach alle kaputt wie Bruce Lee irgendwie. Bam, flieg weg. Der Angriff ist echt gut. Zack, flieg weg. Was ist los? Da war doch gar nichts. So, war's das? Oder kommt noch mehr? Dieser Anfänger 1 Kampf ist vorüber und der Gewinner ist Jude Mattis. Professor Dr. Jude Mattis. Wie fühlst du dich jetzt, Jude? Gut, ich freue mich, dass ich gewonnen habe. Welches Geheimnis steckt hinter deinem Sieg? Meine stahlharten Fäuste. Oh, ich habe keine Geheimnisse. Ich habe einfach nur mein Bestes gegeben. Das war unser Gewinner, Jude Mattis, mit einem unglaublich langweiligen Siegesinterview. Was? Hoffen wir, dass er das nächste Mal besser mit warte, ich sollte unterhaltsam sein? Ich habe alle mit den Fäusten begauen. Was soll das? Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen, als ihr euer Leben aufs Spiel gesetzt habt. Ein breiter Cowboy-Hut. Ein Hut wie gemacht für alle Einzelgänger, die das endlose Ödland durchstreifen. Ach. Cool. Also so was, oder wie? Jemands Kopf. Hä? Breiter Cowboy-Hut. Cool. So, das war ein bisschen schnell vorbei. Für einen Kampf bewerben. Geht's weiter? Ah, fortgeschrittener Einzelkampf. Dann würde ich aber sagen, wir machen den Anfängergruppenkampf noch. So, ich kann alle mitnehmen im Kampf. Okay. So. Jetzt kommt die Xillia-Gruppe. Die haut euch platt. So. Ach, hier kann keiner von uns auffliegen. Ich will es auch noch ausprobieren. Du bist hier, hä? Dich kenne ich. Scheiße, dich kenne ich doch. Nein. Warum? Warum muss ausgerechnet du hier vorkommen? Mann! Komm her! Komm! Warte, das reicht. Komm her! Komm her! Böse Erinnerung! Sie kehren alle wieder! Aber jetzt machen wir euch alle platt! Zack! Mann, denkst du, ich hab jetzt immer noch keine Chance gegen dich? Hä? Wake up already. Ja. Blitz. Boah, guck mal, wie wir das Viech hier fertig machen. Ist wunderschön. Boah, der ganze Ring wird hier geheilt. Boah, kommst du da runter? Ja. Ein Kollege von mir spielt auch im Moment Tales of Xillia. Und er hat mir auch geschrieben, dass er Probleme bei dem Boss hatte. Finde ich schön. Bin ich nicht als einziger so ein Noob. Aber, na warte du. Jude, geh aus dem Weg! Versperrt er mir hier den... Ah.
den Weg. Oh, und ich setze genau falsch ein, Idiot. Final Gale. Zack. Und du bist auch weg. Wohl. Ah, hallo. Was bist du denn? Was ist das denn für wie? Er kennt ihn nicht. Zack, komm her. Bam. Also sag mir nicht, wir können auch gegen die Schemeriade und so wieder kämpfen. Mila. Aua. Hilf mir. Hilf mir. Voll dumm. Okay, wer hat diese Scheißbücher jetzt hier beschwört? Ich darf doch nicht warten. Aber was ist das eine Viech? Er kennt ihn nicht. Geht man das in Milas? Ja. Milas Weg? Milas Playthrough? Komm her, Ifrit! Aua! Zack! Zack! Und zack! Und zack! Dragon Ball Z! Ha! Mann, kommst du? Ja. Scheiße. Obwohl, wie? Obwohl, Elvin. Guck mal, ja. Naja. Vielleicht war 40. Ich hätte schon viel früher gehen können. Mann. Aber jetzt mach ich's. Ich weiß immer noch nicht, was du für ein Weg bist. Oh, der ist aber weggetan. Ich weiß nicht. Ey, ich treffe den nicht. Der war schon längst auf dem. Muss ich auf dem Bonus, dann hole ich dich eben da raus. Ah, falsche Richtung. Aua. Mann. Au. Au. Wie kannst du dich eigentlich hier reingraben? Das ist wahrscheinlich massives Stein hier. Also nicht Stein oder was weiß ich. Ist auf dem Weg. Und die. Zip. Warte, schieß mal ein Viech mit ab. Bestimmt André gegen Wasser. Lass jetzt mal auf damit. Zip. Ja, genau, ist klar. Zack. Und die. Zip. Aua. Hilf mir hoch. Hilf mir hoch. Hilf mir hoch. Hilf mir hoch. Schön. Zip. Du kannst jetzt ruhig. Danke. So, jetzt kommst du dran. Au. Und Doppellanze. Ich bin aus dem Ring. Egal. Tornado. Zieh mal ein paar Zuschauer mit raus. Ey! Genau, einfach raus aus dem Tornado. Und weg bist du. Und da kommt noch mehr, ne? Was seid ihr für Viecher? Was ist das? Ach, die beiden Wasserdrachen. Ja, supi. Verdammt, ich hätte links einsetzen können, ich Idiot. Roan. Elvin brennt, was? Wie kann ich mir danach verbinden? Feuer. Feuer. Roan setzt irgendwie einen Feuerzauber ein. Mal freiwillig. Nein, nicht das. Das ist genau das Falsche. Komm her, Ju. Was war Kilometer weit entfernt, aber egal. Oh, wer macht denn diese Geräusche immer? Riese? Ja, schon wieder. Oh. Ich bin hoch. Guck mal. Oh, geil. Daneben. Jawohl.
Rowan weicht die ganze Zeit aus. Gut. Was war hier? Hat er auch letztes Mal geklappt. Bei den ganzen Kampfspielern. Sam. Einfach das hier spammen. Kazam. Mira, komm mal her. Wir können auch, glaube ich, hier verbunden, oder? Bam. Nee, irgendwie nicht. Jawohl. Oh, der Brutotaurus und Rebon, keine Ahnung. Kenne ich nicht mehr. Aua. An die ganzen Erinnerungen. Deshalb würde das ganze Let's Play nochmal an meinen Augen hier vorbeilaufen. Nicht getroffen. Doch, getroffen. Zack. Bam, aua. Wer hat gelacht? Wie viele Boss waren das jetzt? 6 insgesamt? Au. Oh nein, au. Geh weg. Au. Hilfe. Aua. Glaube ich in den anderen rein. Die Kamera ist nicht auf meiner Seite. Gerade. Nein. Zurück. Die Luft einfach zurück. Aua, lass mich in Ruhe. Boah, der eine rennt den anderen hinterher, aber nicht in meiner Augen. Ihr seid beide schwach gegen Wasser, das ist gut zu wissen. Rowan, setz dieses verdammte Ding hier ein. Hast du sonst auch immer eingesetzt? Jawohl. Wieso bin ich überhaupt mit der Idee hier verbunden? Ich dachte, ich was dagegen hätte, aber. So. So, kommt her. So. Verdammt, das war falsche. Ma. Ich komm schon gar nicht mehr klar hier. Fall ihn. Ah. Alter. Ich hab mich schon mal besiegt. Meinst du, ich schaff das nicht noch mal? Ah. Mann. Alter, aua. Jawohl, das geht weg. Du bist gleich auch weg. Auch wenn du fliegen kannst. Ist aber von egal. Jawohl, Rowan, gut so. Bleib unten, hab ich gesagt. Hier. Boah, die ganze Zeit nur Eis. Gut. Oder Wasser. Tidal Wave. Jawohl, du bist auch gleich weg. Ich hoffe, das war der letzte Kampf. Zip. Na, warte. Und hard work. Let's coordinate people. I think that works in our favor. Oh nein, Rückblenden aus Tales of Grace. I still need to get better. Und wir bekommen wieder 2 WP. Geil. Die können wir schön ausgeben für Level Up. Oh yeah. Jude und Milas Team geht triumphierend aus einem spannenden Anfängergruppenkampf hervor. Sagt mir, was war eure Meinung nach der wichtigste Aspekt eures Kampfes? Das Teamwork hat uns zum Sieg geführt. Ich schreibe ihn unserer Stärke und persönlichen Verbundenheit zu. Ich nenne es die Macht der Freundschaft. Was? Wir haben alle zusammengearbeitet. Dieser Kampf wurde durch gegenseitiges Vertrauen gewonnen. Gute Freunde und effektive Zusammenarbeit. Gibt es einen Grund, wieso ihr alle genau dasselbe nur mit anderen Worten sagt? So ist unser Team normal. Total unkoordiniert. Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr gewonnen, als ihr euer Leben aufs Spiel gesetzt habt. Ein Zylinder. Jawohl. So, dann machen wir als nächstes gleich im nächsten Part, beziehungsweise gleich, für mich gleich, für euch im nächsten Part, die normalen Kämpfe, hießen die so? Nachdem ich hier Jude aufgelevelt habe, natürlich.
Was haben wir hier? Nee, brauchst du nicht. Kann ich ihn hier beibringen? Linkumrundung 3 kann auch bei Fortschritten aktiviert werden. Nee. Habe ich eigentlich deswegen gemacht, ne? Zweite Art, Handflächenschlag, Todesklaue, oh. Okay. Okay, nehmen wir das, Planänderung. Schaffe ich sowieso nicht mehr alles zu lernen. Ich schaffe bestimmt gar nichts mehr hier zu lernen. Aber egal. Wer weiß, vielleicht kriege ich ja noch ein paar Level-Ups. So, dann würde ich mal sagen, das nächste Mal machen wir dann immer noch weiter im Kolosseum. Ja, es ist so ein Spaß. Und ja, einige wollen immer noch den finalen Kampf wahrscheinlich sehen, aber ich habe was dagegen. Du sahst aus wie ein Elf. Wie kam ich jetzt auf Elf? Egal. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Zilla. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.